Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute geht es um die Jagd. Was ist die Jagd? Zum einen ist es das Fangen und Erlegen von Wild. In Deutschland steht dies nur solchen Personen zu, die dazu eine Jägerprüfung ablegten, die nicht leicht zu erlangen ist. Jäger übernehmen aber auch die Verantwortung für eine Region, in der sie die Lebensgrundlage des Wildes durch Hege und Pflege sicherstellen. Hierzu werden wir heute mehr erfahren. Historisch gesehen war die Jagd für die Gewinnung des Lebensmittels Wildbret wichtig. Auch wurden die anderen Teile des erlegten Tieres, wie zum Beispiel Felle, Hörner, Geweihe, Sehnen, zur Fertigung von Kleidung, Werkzeugen, Schmuck und Gebrauchsgegenständen benutzt. Die Trophäen des Wildes wurden stolz gezeigt. Wie ist das heute? Bei uns im Studio ist Herr Dr. Gerd Gunstheimer aus Liebstädt. Er ist bereits in der vierten Generation Jäger und durch sein Studium der Ernährungswissenschaften und seinen Beruf als Lehrer auch in seinem täglichen Leben dem Thema verbunden. Guten Tag, sehr geehrter Dr. Gunstheimer. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Es geht ja heute um die Jagd und natürlich ist dann meine erste Frage die, was Sie so besonders fasziniert an der Jagd. Ich gehöre ja zu den Leuten, die nicht irgendwann im Laufe ihres Lebens auf die Idee gekommen sind, Jäger werden zu wollen, den Jagdschein zu machen. Ich bin da reingewachsen. Mein Vater hat, ich glaube, 1977 mit der Jägerei begonnen und dann auch die Jägerprüfung abgelegt. Und als Achtjähriger damals hat er mich schon immer mitgeschleppt auf den Hochsitz. Und ich kannte mich also aus in allen Ecken und Winkeln des Reviers und habe das ganz einfach genossen und zu schätzen gelernt, dass man draußen in der Natur sein kann, frische Luft atmen kann und vor allem dieses Erlebnis von Pflanzen und Tieren hat. Das habe ich irgendwie gebraucht und habe dann sicher auch diese Bestimmung gespürt, diese Berufung. Ich will das nicht zu sehr romantisieren, aber es hat ist ein ganz eigenartiges Gefühl, das man nicht so einfach beschreiben kann, glaube ich. Und was haben Ihre Schulkollegen, Ihre Freunde dazu gesagt? Ja, die Mitschüler damals haben das vielleicht gar nicht so sehr wahrgenommen. Ja, der Gerd ist Jäger oder wird Jäger. Nach schulischen Veranstaltungen, dem damaligen Pioniernachmittag, bin ich oftmals auf mein Fahrrad gestiegen, habe die Fallen meines Vaters kontrolliert, habe dann Füchse und Marder aus den Fallen geholt und war deswegen immer unterwegs. Das haben sie einfach so wahrgenommen und es war halt eben so. Ja, und was denken Sie denn, was Sie am meisten an der Jagd fesselt? Also in erster Linie das Naturerlebnis. Wir Menschen müssen uns immer bewusst sein, wir sind ja auch ein ökologisches Wesen und als solches ordnen wir uns ein. Wir sind ein Raubtier, sage ich immer. Meinen Schülern, denen zeige ich mein Gebiss und sage, hier, ich habe Fangzähne, überlegt mal, wozu die da sein könnten. Und der Mensch ist ein Allesfresser, das heißt, dieser Jagdtrieb steckt irgendwo tief in uns drin, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, ob wir uns das eingestehen oder nicht. Bei manchen ist das sicher stark reduziert, das möchte ich gerne respektieren, aber bei mir ist das vielleicht etwas übermäßig stark ausgeprägt. Ja, und wie ist das? Gibt es ein Mitgefühl mit dem Tier? Ich kann mich ziemlich gut an den Moment erinnern, als ich zum ersten Mal ein Tier erlegt habe. Es war ein Rehkitz. Und ich darf das gar nicht verraten. Das war also in sehr frühen Zeiten meines Jägerlebens. Ist verjährt, im juristischen Sinne verjährt. Aber ich kann mich an diesen Moment erinnern. Und es ist auf jeden Fall mit starker Aufregung verbunden.
Sicher auch mit einer Art Mitgefühl, Schmerz nicht, aber irgendwo so, dass es einem etwas leid tut, ist schon dabei, auf jeden Fall dabei. Wenn man da so emotional handelt, kann man Fehler machen. Und im Laufe der Zeit lernt man also diese Aufregung auch abzubauen, um dann, sag mal, mit einer gewissen Gefühlskälte diese Handlung des Erlegens durchzuführen. Im tierschützerischen Sinne, damit das Tier keine Leiden erlebt, halte ich das für absolut notwendig. Ich sage oftmals, genauso wie ein Chirurg an einem Patienten steht und mit einer gewissen Gefühlskälte professionell dort arbeiten muss, sobald dieser Chirurg Gefühl zeigt, kann der Patient eventuell Schmerzen verspüren. Das darf nicht sein. Natürlich im Sinne des Tieres muss man da ziemlich abgeklärt handeln können. Aber auf jeden Fall, Gefühle sind immer dabei. So haben Sie also auch eine Liebe zu den Tieren? Ja, auf jeden Fall. Ich kann wild, ich kann alle Tiere stundenlang beobachten, ich kann mich daran erfreuen. Ich lerne aus diesen Beobachtungen immer wieder, also auch jetzt noch. Gibt es viele Dinge, die ich zum ersten Mal sehe. Ich habe jetzt im Januar in Rheinland-Pfalz zum ersten Mal bei Tageslicht Wildkatzen beobachten können, hören und sehen können. Das war so schön. Ich habe schon Wildkatzen gesehen vorher, aber so richtig ungestört in freier Natur, das war für mich eine ganz tolle Erfahrung und da kann ich stundenlang zusehen. Ich muss kein Tier töten in dem Sinne oder es erbeuten oder so. Ich kann es mir auch einfach nur angucken. Und haben Sie diese Liebe auch an Ihre Kinder weitergeben können? Ja, ich denke schon. Mein ältester Sohn, der hat das Jägerblut ebenso vererbt bekommen wie ich auch. Er hat also die Jägerprüfung abgelegt. Man kann das ja im jugendlichen Alter bereits tun, den Jugendjagdschein erwerben. Ich kann mich erinnern, wie er als vielleicht 2- oder knapp 3-Jähriger mit meinem großen Lotenmantel im Revier stand und darauf bestanden hat, überall mit hingenommen zu werden. Mein zweiter Sohn, ich mache mal da die chronologische Reihenfolge, ist Landwirt geworden. In dem Sinne hat er natürlich auch Natur, also einen Beruf mit Naturkontext erlernt. Ja. Meine Töchter, ja, die ältere von beiden hat so eher ja, in die künstlerische Richtung eingeschlagen, beziehungsweise pädagogische Richtung, also interessiert sich sehr für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Sie filmt auch sehr gerne und sie fotografiert sehr schön. Das sind natürlich auch Naturmotive dabei. Und die Jüngste, ganz einfach, sie ist mit Tieren groß geworden, speziell auch mit meinen Jagdhunden. Sie kann mit Hunden völlig unbedarft umgehen und liebt Pferde wohl über alles. Also das Tiere, das ist wohl ihr Ding, so richtig. Ja, und diese Begeisterung spielt bestimmt auch in Ihrem Unterricht in der Schule eine gewisse Rolle. Wie ist das mit Ihren Schülern? Ja, man muss dazu sagen, ich unterrichte also hauptsächlich das Fach Gesundheitslehre. Das hat also vor allem medizinische Inhalte. Biologie, das ist mein Zweitfach und natürlich Ernährungslehre. Ich mache mir immer den Spaß, ich sage, ich bin Diplom-Ernährungswissenschaftler, das kann man gut sehen. Und im Unterricht kleidet man auch oftmals ins Erzählen ab über Jägerei und Wild. Auch Schüler, die das bisher überhaupt nicht interessiert hat, sie werden dann doch aufmerksam. Es regt sich durchaus auch Protest. Ja. Wir sprechen ja heute über das Thema, zum Glück gibt es Jagd oder Jäger. Und ich kann durchaus respektieren, wenn da Leute ganz anderer Ansicht sind. Schüler äußern das auch oft, dass sie damit nicht so einverstanden sind, dass ich Tiere töte. Aber
Ich bin der Meinung, man sollte darüber sprechen, man muss darüber sprechen, man darf das nicht verschweigen. Und ich sage dann ganz klar, auch meine Motivation ist es, nicht jetzt irgendwie das Erlebnis des Tötens oder das ja, Unterwerfen eines Tieres, sondern ja, dieses Beutemachen. Das ist doch irgendwo eine Befriedigung, Beute zu erlangen. Für mich in erster Linie zum Zwecke des ja, Wildbretterwerbs. Früher war das auch mal für mich eine wichtige Motivation, Trophäen zu bekommen und damit ja, vielleicht diese anderen zu zeigen und stolz drauf zu sein. Aber das ist mittlerweile irgendwo auch zweitrangig geworden. Also für mich ist die Jägerei genauso eine Nutzung von Naturressourcen, wie das die Landwirtschaft auch ist und die Fischerei auch macht. Ich nutze also das Wildbret und es schmeckt wunderbar. Und das denke ich, da können doch einige mir zustimmen. Andere tun das nicht, aber damit habe ich kein Problem. Ja, und wie ist das denn dann, wenn Sie das Wildbret nach Hause bringen? Ist Ihre Frau denn glücklich darüber oder sagt sie manchmal schon wieder? Das schon wieder bekomme ich eigentlich nie zu hören. Sie hat mich als Jäger geheiratet oder kennengelernt bereits. Und ich denke mal, das ist damit auch gut. Und ja, sie ist nicht unbedingt so mit dem Herzen dabei, wie ich das bin. Also, sie hat durchaus andere Interessen, die ich wiederum nicht so teile, aber da an der Stelle ergänzen wir uns vielleicht irgendwo. Und sie weiß im Prinzip, wie das abläuft. Meistens, wenn ich Wild nach Hause bringe, liegt sie schon im Bett, merkt es gar nicht. Hat dann vielleicht ab und zu mal bei der Beseitigung der Spuren, also das Aufwaschen von irgendwelchen Gegenständen zu tun. Und natürlich dann auch irgendwann mal mit der Verarbeitung von Wildbret zu essen. Ja, das ist sie gewöhnt und das, denke ich mal, das geht eigentlich reibungslos ineinander. Ja, es ist so, dass bei uns im Haushalt natürlich relativ viel Wildbret anfällt. Auf jeden Fall so viel, dass man es selbst nicht verwerten kann und also abgegeben wird, ja, verkauft wird, verschenkt wird durchaus. Und meistens ist es so, dass in unserem Haushalt das verarbeitet wird, was andere Leute ja, zurücklassen, beziehungsweise die etwas weniger wertvollen Teile, also die Rippen oder da wird mal ein Wickelbraten hergestellt oder mal ein Gulasch, also es wird klein geschnitten, während die guten Stücken aus einer Keule oder der Rehrücken, die gehen meistens an Leute, die da ganz besonders viel Wert drauf legen. Können Sie sich erinnern, dass Sie mal besonders stolz waren auf irgendein Beuteobjekt oder auf irgendein Erlebnis, was Sie vielleicht dann auch erzählt haben? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das Erbeuten von Wild ist auf jeden Fall immer auch mit einer Leistung verbunden. Also einer körperlichen, einer physischen, auch einer psychischen Leistung. Also es strengt durchaus an. Weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann, wie der Hintern wehtut, wenn man 8 Stunden auf dem Hochsitz verbringt. Beziehungsweise wenn man gegen die Müdigkeit kämpft oder ja, wenn das Wetter ist jeden Tag, sage ich immer, aber es gibt auch schlechtes Wetter. Und das ist durchaus auch mit körperlichen Leiden verbunden, wenn man friert, beziehungsweise dann vom Hochsitz runterklettert und alles ist steif, das tut richtig weh. Jedenfalls also diese Ausdauer und belohnt mit dem Glück, ein Tier zu erbeuten, das macht dann schon stolz, wenn das gelungen ist. Ich kann mich also natürlich an die ersten Rehe erinnern, die ich mal erlegt habe. Das war schon sehr beeindruckend. Ja. Und so die seltenen Glücksfälle, da habe ich im Jahr 2004, glaube ich, mein stärkstes Wildschwein geschossen. Das war ein Keiler, der mindestens 5 Jahre alt war und
120 Kilogramm im aufgebrochenen Zustand auf die Waage brachte. Also bis der vor mir lag, hatte ich so einen Keiler noch nie gesehen. Und dass mir das gelungen ist, das war schon wirklich irgendwo schön. Und was haben Sie mit diesem Keiler gemacht? Der Keiler wurde in Apolda von einer Fleischerei verarbeitet. Man muss dazu sagen, ein Wildschwein in der Größenordnung, das gibt vielleicht nicht das wertvollste Wildbrett her. Da ist also allein die Schwarte wirkt schon 40 Kilogramm. Und ja, da bleibt an wertvollem Wildbrett nicht allzu viel übrig. Das heißt, der Materialwert in dem Sinne ist da relativ gering. Und ich war damals froh, dass diese Fleischerei mir diese Sau abgenommen hat. Ja, habe sogar noch den Beschäftigten dort zeigen müssen, wie man so einen Keiler aus der Schwarte schlägt. Das hatten die alle noch nie gemacht. Ja, ist also ganz normal verwertet worden zu Wildbrett und hat bestimmt auch gut geschmeckt. Wer hat es denn gegessen? Wissen Sie das? Sicher Kundschaft dieser Fleischerei. Also das ist dann sozusagen gewerblich weiterverkauft worden. Kann man dann in einem Fleischerei-Fachgeschäft erwerben. Man spricht ja viel von Hege und Pflege der Jägerschaft. Wie sieht das da bei Ihnen im Revier aus? Was machen Sie heute? Ja, dieser Begriff der Hege steht direkt so im Jagdgesetz drin. Und darüber hat sich also das Verständnis doch im Laufe der Jahrhunderte und Jahrzehnte dann gewandelt, würde ich sagen. Also Hege im ursprünglichen Sinne bedeutet, dass man eine Wildart so behandelt, dass sie sich durchaus auch vermehrt. Und an dem Punkt muss man sagen, das wollen wir bei den meisten Wildarten heute nicht mehr. Beim Feldhasen wäre ich sehr froh, wenn der sich mal wieder vermehren würde und könnte. Es liegt nicht am Hasen, dass der sich vermehrt, das liegt an den Lebensraumbedingungen, die er mittlerweile in der Industrieagrarlandschaft vorfindet. Bei den anderen Wildarten, speziell beim Schwarzwild, bei den Wildschweinen, möchten wir bitte nicht, dass die sich noch stärker vermehren. Das Schwarzwild erlebt gegenwärtig eine Reproduktion, die also unnatürlich hoch ist. Da spielen verschiedene Bedingungen rein, also beispielsweise der Klimawandel oder die Fraßbedingungen durch die reich bestellten Felder, Mais, Raps, aber auch die Dauermastbedingungen in den Buchen- und Eichenwäldern. Ja. Und die natürliche Reproduktionsrate des Wildschweines liegt bei 150%. Mittlerweile redet man von über 300%. Das ist nicht wünschenswert. Und ohne Eingriffe der Jäger weiß ich nicht, wo die Entwicklung hingehen würde. Also Hege bei Wildschweinen findet nicht statt. Ist direkt in dem Sinne verboten. Bei anderen Wildarten, ich denke vor allem ans Niederwild, sollte man Hege im ursprünglichen Sinne betreiben, also nach heutigem Verständnis Biotoppflege, Lebensraumerhaltung, aber nicht, wie man das früher so dachte, ja, füttern, füttern, füttern. Ja. Unser Wild ist fantastisch an die hiesigen Wetter- und Klimabedingungen angepasst. Wir brauchen also uns also wirklich keine Gedanken machen, dass die verhungern müssen. Beim Rotwild im Winter im Hochgebirge, wo es da eigentlich dann nicht hingehört, ja, hat man früher gefüttert und mittlerweile weiß man, dass das falsch ist. Das verursacht also Wildschäden an Baumbeständen, weil die Tiere sich in Gegenden aufhalten, wo sie da wirklich zu der Jahreszeit nichts verloren haben. Und die Wildwiederkäuer können also im Januar, Februar ihren Stoffwechsel hervorragend reduzieren, sodass sie also einen verminderten Energieverbrauch haben. Die brauchen da keine Zufütterung. Also Hege in dem Sinne, füttern ist eigentlich längst passé. Wie könnten wir denn was für die Hasen tun oder die Kaninchen, dass da wieder mehr bei uns im Raum leben können? Ja, wir müssen also wirklich unterscheiden, Feldhasen und Wildkaninchen. Da wird es seit vielen Jahren geforscht
an welchen Bedingungen der Rückgang des Feldhasen wo liegt oder woran das liegt. Speziell Eberswalder Jagdwissenschaftler haben da viel dazu veröffentlicht. Das sind also wirklich zum Teil hervorragende Forschungsergebnisse. Das Problem liegt, sag mal, in der Umsetzung dieser Erkenntnisse. Und man muss ganz einfach sagen, dem Hasen wurde in dem Sinne Lebensraum entzogen. Ein Rapsfeld, ein Maisfeld, ein Weizenfeld, diese Schläge, diese Ackerschläge bieten einem Feldhasen eigentlich nur Bedingungen im Randbereich, also dort, wo die Feldwege sind. Mitten im Feld drin hat er keine Äsung, da ist, das, ist jedes Kräutlein totgespritzt, ja, beziehungsweise die Nährstoffgehalte dieser Pflanzen, das nützt dem überhaupt nichts. Ein Feldhase benötigt vor allem im zeitigen Frühjahr fettsäurenreiche Kräuter. Ja, ein Hase hat eine Häsin hat eine Milch, die hat 20%, über 20% Fett. Ja, und die Äsung dafür muss er irgendwo herbekommen. Das findet sie in dieser Agrarlandschaft nicht mehr vor. Maximal noch auf Feldwegen. Und mein Hintergrundbild, das habe ich deswegen ausgewählt. Dieser Feldweg, der hier zu sehen ist, befindet sich also wirklich hinter meiner Haustür, geht von Liebstedt nach Wulsborn. Dort sieht man die Pfützen, dort finden also Hasen Äsung, dort finden Rebhühner Magensteinchen, dort finden Schwalben Lehm für den Nestbau. Eine Feldlerche hat dort immer noch ein bisschen offene Bodenstellen, ja, wo sie sich hudern kann oder überhaupt leben kann. Und diese Feldwege zu erhalten, habe ich mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht. Ich kaufe jedes Jahr Saatgut, die von einem Landwirtschaftsbetrieb in meinem Nachbarort in Pfiffelbach in diese Feldwege eingedrillt werden, sodass dort also auch blühende Kräuter wachsen können, sodass Insekten Lebensraum finden. Und ich stelle extra Schilder an Pfützen, damit die Leute diese Pfützen nicht mit Schutt zuschütten. Das gelingt mehr oder weniger. Und neulich habe ich festgestellt, dass also dieser Feldweg auf dem Bild zu einem Radweg umgewandelt werden soll. Ich habe früher Radsport gemacht. Ich bin also mit Herzen auch Radfahrer gewesen. Aber ich kann es nicht verstehen, warum dann also mitten in der Landschaft Feldwege mit Bitumen versehen werden müssen. Von einer Breite von 3,50 Meter plus Bankette. Ich denke, Radwege kann man auch an existierenden Landstraßen fantastisch anlegen. Das wäre kein Problem. Ich finde das sehr schade und mir muss ehrlich sagen, mir blutet an der Stelle das Herz. Könnte man den nicht ein bisschen schmaler machen? Würde ja auch schon helfen. Ja, generell, ich wüsste jetzt nicht, wie man das hinbekommt, dass man einerseits Radweg, es ist ja auch diese Wege sind vor allem natürlich für Landmaschinen notwendig. Und der Fahrradtourismus ist ja eigentlich nur eine Nebensache dabei. Das muss man sehen. Ja. Und ich glaube, das geht nicht, dass man da einen ganz schmalen Radweg macht und der Rest bleibt Feldweg. Ist illusorisch, denke ich. Führen Sie einen Dialog mit den Landwirten, sodass Sie vielleicht die bewegen könnten, dieses Fetthaltige für die Hasen anzubauen? Ich bin immer im Dialog mit Landwirten und habe gelernt, dass man das jedes Jahr von Neuem sein muss. Also ich will denen nicht unterstellen, dass sie sich nichts merken, aber man muss also diese Mitarbeit an der Lebensraumerhaltung und Gestaltung jährlich neu beleben. Und da bin ich auch wirklich dem Landwirtschaftsbetrieb sehr dankbar, dass sie das wirklich auf ihre Kosten übernehmen. Also der Maschineneinsatz kostet viel Geld, das ist mir völlig klar. Und ich liefere sozusagen nur das Saatgut und lasse den Rest die Fachleute machen. Ja. Ja, ich denke, das ist genauso wie im Straßenverkehr, wenn Wildunfälle geschehen. Die Leute, die ein Reh totfahren, haben niemals daran gedacht, dass das passieren könnte. Genauso wie Landwirte selbstverständlich ihr
ja, mit ihren Fachkenntnissen die Bewirtschaftung des Feldes im Blick haben und nicht unbedingt das im Blick haben, was jetzt sich auf dem Feld auch noch abspielt, sprich das Leben von Wild oder vor allem von Niederwild. Das muss ich ganz einfach akzeptieren, dass das so ist. Aber es ist durchaus mein gutes Recht, sie darauf hinzuweisen, beziehungsweise ihnen Tipps zu geben oder sie auch mal zu bitten, dies und das und jenes fürs Wild zu tun. Das nehme ich mir ganz einfach als Recht heraus. Und da gibt es eigentlich, solange man über Sachen spricht, ja, und nicht irgendwie, keine Ahnung, mit einem Rechtsanwalt kommt oder sowas, solange man darüber spricht, funktioniert das auch. Ja, da arbeiten sie fantastisch mit und das würde ich mir auch wünschen, dass das weiter so geschieht und dass das also, würde es gerne fördern. Und denken Sie, man könnte von der Politik mehr tun für die Jäger und die Jagd? Die Jäger wollen gar nicht, dass für die Jäger etwas getan wird. Die Jäger, denke ich, wollen in erster Linie, dass wirklich für das Wild etwas getan wird. Das mag jetzt sehr nobel klingen, aber ich denke mal, wir Jäger, wir haben einen Mund und wir können uns verbal der Politik gegenüber verteidigen. Das kann das Wild nicht. Und wir müssen also im Sinne des Wildes mit der Politik sprechen. Das ist ganz wichtig, auch das müssen wir jedes ja, und immer wieder tun, sonst gerät das schnell in Vergessenheit. Und die Politik, vor allem also auch die Agrarpolitik, könnte aus meiner Sicht im Sinne der Landwirte, im Sinne der Volkswirtschaft, aber unbedingt auch im Sinne der Ökologie des Wildes viel, viel besser gestaltet werden. Und zwar legt die Politik ja die Rahmenbedingungen fest, welche landwirtschaftlichen Kulturen angebaut werden. Und letztlich auch, welche Fläche unter den Pflug genommen wird. Und da spreche ich mal diese Betriebsprämien an. Ein Landwirtschaftsbetrieb erhält also diese Subvention auf der Basis der Fläche, die er tatsächlich bearbeitet. Es wird sogar vom Satelliten aus kontrolliert, ob die Landwirte auch die beantragte Fläche tatsächlich unter dem Pflug genommen haben. Und das verkleinert unsere Feldwege und das verkleinert Restflächen. Die Landwirte sind gar nicht so auf den Ertrag von diesen Flächen angewiesen, sondern sie sind, da muss man betriebswirtschaftliches Verständnis dafür aufbringen. Sie brauchen diese Betriebsprämien, die sie darauf bekommen. Deswegen versuchen die also, die zur Verfügung stehende Fläche maximal zu nutzen. Das, sage ich ganz klar, geht zu Lasten des Wildlebensraums. Und wie könnte es anders sein? Ja, indem man diese Förderung oder diese Subventionierung der Landwirtschaft nicht flächenbezogen macht. Sondern? Ja, indem man bestimmte Marktfrüchte subventioniert, wenn also volkswirtschaftlich erforderlich ist, dass verstärkt Zuckerrüben angebaut werden, dann müssen die Landwirte eben sehen, wie sie den Ertrag an Zuckerrüben steigern, ohne dass sie dafür viel mehr Fläche einsetzen. Nur ein Beispiel. Ja, wir nähern uns leider schon dem Ende unseres Interviews. Möchten Sie unseren Zuschauern noch etwas mitgeben, was die Jagd betrifft, dass sie vielleicht mehr Verständnis für sie haben? Oder sie ja, es gibt, ja, es, gerne, es gibt Aktionen der Landesjagdverbände, auch des Deutschen Jagdverbandes, ich weiß jetzt gar nicht, wie das genau heißt, wo also interessierte Mitbürger sich bei Jägern melden können und gerne mal mit zur Jagd genommen werden, einfach mal zuzuschauen, zu beobachten, drüber zu sprechen. Ich selbst würde das gerne anbieten. Natürlich kann ich jetzt keine Massenführung durch mein Jagdrevier durchführen, aber wenn da also hin und wieder Interesse besteht, melden Sie sich bei Ihrem örtlichen Jäger und fragen Sie den, ob Sie dem mal über die Schulter schauen können, in Kontakt kommen können. Und ich denke mal, das ist immer eine interessante Sache. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Gunstheimer. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank.
Musik.